Willkommen zurück zu 7 Days to Die. Ich habe folgenden Plan heute. Und zwar möchte ich jetzt Sand mir abbauen ohne Ende. Und dann Beton und Stahlbeton daraus herstellen. Aber das Problem ist, hier ist nicht wirklich viel Sand. Deswegen gehe ich schlauerweise in eine Wüste. Ich habe die ganze Zeit überlegt, wie soll ich denn hier so viel Sand herkriegen. Aber in der Wüste wird ja wohl genug geben. Ich hoffe mal, dass das nicht Dreck ist. Aber es wird wohl Sand sein. Ist ja auch eine Wüste. Und wir kämpfen uns mal wieder durch die unglaublich lauten Zombies. Ah, da ist wieder eine Mine explodiert. Herrlich, herrlich. Nur ein toter Zombie ist ein guter Zombie. Gut, dann möchte ich dann irgendwo... Also ich gucke aber erstmal, ob ich in die richtige Richtung laufe. Natürlich nicht. Genau umgekehrt, also hier ganz hinten möchte ich dann ein zweites Lager richten, natürlich aus, weil wir ja auch mal moderner geworden sind. Wir haben das Spiel ein bisschen entdeckt. Jetzt laufe ich noch falscher, ne? Nee, gar nicht. Und die ganzen Rohstoffe entdeckt. Also die meisten jedenfalls, zum Beispiel mit dem Bett in der letzten Folge, die Feder. Da hat Otanato kommentiert, dass ich hätte mehr als 7 zerstören können. Vielleicht hätte ich ja wirklich eine Feder gefunden. Er hat recht. Und dazu noch geschrieben, dass es noch Kupfer gibt. Kupfererz soll es wirklich geben. Auch da hat er wieder recht. Und ich habe es noch nicht gefunden, keine Ahnung. Vielleicht ist er ja woanders, in einer anderen Regionen hier. Dass ich das da finde. Dazu habe ich das Haus noch erhöht, das habe ich jetzt nicht gezeigt. Ich bin, glaube ich, schon im Weltraum. Also, es wird dunkel. Die Wolken kann ich sogar sehen unter mir. Das ist aber super anstrengend, da hochzukommen. Es ist so unglaublich hoch, jetzt sehe ich es nicht mehr. Und schleunigst in die Wüste. Und Sand. Ohne Ende Sand. 2 Schippen habe ich dabei. Das wird ja wohl lang, hoffe ich. Und ich denke mal, wieder mal nicht zu trinken. Nein. Ja. Aber das wird schon klappen. Sieht alles gar nicht so groß aus in dem Spiel, aber es ist eigentlich schon ganz schön weit. Und da bald wohl der Alpha 1.1 rauskommt, wird es bestimmt ein bisschen geändert. Laufen, laufen, laufen. Jetzt muss ich mal Wasser drin sein können. Kann man Blumen wohl essen? Ich denke nicht. Oh ne, man kann sie nur pflanzen. Auch mal eine gute Idee. Das Lager ein bisschen hübscher zu machen. Ne? Schott, schott, schott. Laufe ich denn noch richtig? Ja. Ich nehme erstmal diese verbrannte Zone. Also ich habe mich sowieso mal ein bisschen schlauer gemacht in dem Spiel. Wegen der Geschichte zum Beispiel. Ich glaube, 2034 sind Atomexplosionen haben da die Erde zerstört. Und ja, warum auch immer, das weiß man nicht genau. Steht da jedenfalls nicht im Text. Und seitdem halt sind dann viele Menschen gestorben, logischerweise. Und jeder Mensch wird da also nach 7 Tagen zum Zombie. Also man infiziert sich und 7 Tage später stirbt man und wird ein Zombie. Der Grund ist dann nur unklar. Passend. Die Zombies sind Mist. Die können immer laufen. So, Wüste, wo bleibst du? Hinter der verbrannten Zone. Die garantiert irgendwas mit so einer Atomexplosion zu tun hat. Sonst wäre es ja nicht verbrannt, ne? Oder ist einfach nur ein bisschen zu warm. So, gleich sind wir da. Dann gibt's lecker Sand. Und jetzt blamier ich mich wahrscheinlich, weil es Dreck ist anstatt Sand. Aber Dreck sieht ja anders aus. Die Wüste ist ja schon sandig, sag ich mal. Heißt ja auch nicht Wüstendreck, ne? Heißt ja Wüstensand.
Da kommt sie. Ja, das ist auf jeden Fall Sand. Übergang von verbrannt auf Sand. Oder Sandstein wahrscheinlich ist das. Dann denke ich mal, dass ich auch tatsächlich hier Kupfer finde, denke ich sogar. Sieht ja schon irgendwie so nach Kupfer aus, kann man fast sagen. Sand. Wie gehofft. Eine Spitzhacke. Und nicht zu trinken. Vielleicht geht ja durch Bandagen Durst weg. Also nicht weg, kommt. Füllt sich auf. Nein. Das ist auch nur Sand. Steht vielleicht irgendwo ein Haus. Gehen wir da einfach mal hin schnell. Bevor wir die ganze Zeit gucken, ob wir ein bisschen Wasser finden. Das ist natürlich doof, ne? Sonst mache ich mir hier natürlich Yucca-Saft mit leeren Gläsern. Aber der hängt meinen Kollegen hier schon zum Hals raus. Dieser blöde Yucca-Saft. Was zu essen. Ja, man denkt immer an so viele Sachen und man vergisst immer das Wichtigste. Essen und Trinken. Oh ja, ist ja gut zu essen. Da ist das Haus oder was auch immer, das Lager wahrscheinlich. Da wo wir schon mal waren, da wird hoffentlich noch Wasser sein. Weil immer nehme ich ja nicht alles mit. Und dann müssen wir mal langsam Gas geben. Damit wir noch Sand kriegen. Erstmal den Kollegen da hinten umnieten. Ja. Essen en masse, trinken nix. Na, immerhin der Rest. Scheiß. Hab ich mal reingeguckt? Ha. Immerhin. So, dann geben wir es mal ein bisschen Yummy. Nein, der muss ein bisschen mehr sein. Ne? So eine ganze Pflanze. Da ist schon noch dabei. Jetzt haben wir erstmal Power und buddeln wir die Kloppen. Die anderen Rohstoffe kriegt man eigentlich ziemlich schnell, ne? Aber Sand ist jetzt ein bisschen mühselig. Am besten buddel ich mich ein. Da finde ich eventuell Kupfer. Und bin auch sicher vor den Zombies in der Nacht und kann einfach weiterarbeiten. Das wäre natürlich traumhaft, oder? Da ist eine Sand hin. Eine Sandverschwendung. So. Ich habe auch noch ein Video gemacht zur Hilfestellung, wie man seinen Account neu registrieren kann, weil da gab es ja jetzt vor Tagen ein paar kleine Probleme, weil man sich einfach neu registrieren musste.
Aber es war eigentlich gar kein Problem, es war ja ziemlich einfach. Ich verstehe den Grund zwar nicht, aber irgendeinen Sinn wird das schon haben. Da kommt Stein. Oh ja, ich brauche eine Menge Sand. Weil ich will sehr viel Stahlbeton herstellen. Kohle, ist aber auch gut. Dann kann ich gleich Fackeln basteln. Wenn ich keine dabei habe. Kupfererz wäre schön. Steine will ich jetzt eigentlich gar nicht haben. Da tue ich einfach. Ja, einstürzen lassen. Das war ein Sand. Zack. So viel haben wir noch nicht. Ne? Ach, aber es geht auch. Geht. So langsam ist das gar nicht. Zumindest drei Stacks haben. Das ist ja auch nicht gerade wirklich das Spannendste für ein Video, Sand zu buddeln, ne? Gleich, wenn es später wird, halt dunkel wird, ein vor ein, baue drei, vier Steine bei mir und dann muss ich da halt die Nacht warten. Jetzt komme ich hier nicht zu Gange, hier. Nicht zu langsam. Ich habe schon ein Mordsloch gemacht. Die Zeit beim Arbeiten immer vergeht, ist unglaublich. Zack. Ja, manchmal springt da noch ein Sand extra raus hier, weil er da irgendwo festgeklemmt hat. Oh ja. Morgen schon Tag 40. Das ist ganz schön lang. In so einer langweiligen Welt zu leben alleine. Obwohl, so langweilig ist sie ja nicht, ne? Jetzt Zombies. Aber ich freue mich schon sehr auf den Patch jetzt, der jetzt kommt. Auch wenn es nicht die Alpha 2 ist, lieber länger warten und dann ordentlich kriegen. Und nebenbei tut er tatsächlich ja noch einen Patch für die Alpha 1 machen. Das ist ja besser als gut. Kann man eigentlich nur ein dickes Lob aussprechen an den Entwickler. Dass man so viel Energie da reinsteckt, aber ist ja auch alles Geld, was man verdienen kann damit. Und man möchte seine Spieler ja nicht verärgern, wie andere Hersteller das sehr gut können. Hauptsache Moneten. Und ich bin gut vorbereitet gewesen, meine Schüsse. Nein.
Haus hier in der Nähe, ein großes? Hier, ne? Muss ich mich da? Ach ne, ich buddel mich einfach ein. Ich brauche ja Sand. Ist auch so schön ruhig, Sand wegzuschaufeln. Gegensatz zu Stein. Das macht immer so einen Mega-Krach. Und die Lautstärke-Regelung hier, die funktioniert ja auch nicht so wirklich. Wenn ich Zombies auf leise mache, ist wieder alles laut. Dass die Zombies so stimmen und weiß ich nicht, was alles noch mal einstellen kann. So, 17 Uhr gleich. Und ich hab mein Stick. Gehen mal die andere Seite. Und, na gut, dass ich mal hier drin, dann sehe ich es wenigstens. Und zack. So ein Riesenspaß habe ich. Nicht nur im echten Leben, nein, auch im Spiel. Nur am Arbeiten. Aber meiner Arbeit habe ich sehr viel Freizeit. Da ich 24-Stunden-Dienste habe, dann habe ich immer 2 Tage frei. Nicht immer, aber oft. Ist das sehr, sehr angenehm. Handy auf lautlos gemacht, sogar gerade vibriert. Sonst vergesse ich das auch immer. Bin ja noch am Anfang von meinen Spielevideos. Und dieses Let's Playen. Ein schönes quadratisches Loch habe ich gemacht. Wie kommt das bloß in dieser Welt? Mach hin da, Kollege. Ich finde das Abbauen und Bauen alles an sich super. Es gibt bestimmt auch bald einen Kreativmod oder Kreativmodus. Irgendwo habe ich mal gelesen, dass man es selber irgendwie machen kann. Aber da hat mich nicht großartig interessiert. Ich finde das schon. Ich finde das einfach, das ist ja das Verlockende in den Spielen, dieses Basteln und Tun und Machen. Ständig auf die Uhr zu gucken. Okay, das gefällt mir nicht, aber ist halt so. Immer wieder verstecken. Aber ab 1.1 wird's besser, glaube ich. Da spawnen die mir eine Trilliarde Zombies nachts. Die finden eigentlich sofort, wenn man leise ist, ist man wirklich gut versteckt. Aber das ist, glaube ich, alles schon Alpha 2. Aber das kann er vielleicht ein bisschen verbessern schon in Alpha 1. Ich gucke auch nie auf die Uhr, wenn ich angefangen habe aufzunehmen. Ist auch noch so eine Krankheit. Immer so um 20 Uhr fange ich an, mich einzubuddeln. Vielleicht finden wir sogar noch ein bisschen Eisen. Wäre auch nicht schlecht. Habe ich mal wieder Mangelware von. Und Eisen brauche ich ja auch für Stahl, Beton. Stacks habe ich ja gesagt, jetzt haben wir schon eins, fast drei, ich werde es schaffen. Wenn ich mehr getrunken hätte, also mehr zu trinken da hätte, dann wäre es wahrscheinlich sogar schneller gegangen, weil ich wäre schon längst fertig. Aber man lernt ja nie aus. Und zum Überwachen tue ich den einfach mal da rein. Dann weiß ich ja, wann 64 Stück da sind. Geht auf jeden Fall schneller, als ich erwartet habe. Ja, es sieht schon fast geübt aus, wie ich die Schaufel schwinge. Aber in Gartenarbeit bin ich nicht so gut. Mal gespannt,
Ich habe es zwar schon mal hergestellt, aber vergessen, wie viel ich kriege jetzt am Barren. Ach, Barren sag ich schon. An Klötzen. Betonklötzen. Da muss ich die Betonklötze ja noch in Stahlbeton umwandeln. Da gehen auch wieder welche flöten, wie viel ich am Ende dann habe. Wenn ich hier 3 Stacks mache. Oh nein, ich schaff's doch nicht. Ist egal, dann mache ich das halt mit dem Paar. Wir sind ja fast 2 Stacks, dann will ich doch kleinlich sein. Also muss die Schippe gleich im Eimer. Gleich folgendes Problem, denke ich, wenn ich hier in eingebuddelt mich habe, dann werden mir die Zombies da auf den Sack gehen, wenn ich wieder rauskomme. Aber das kriege ich auch schon irgendwie hin. Ich buddel mir einfach woanders raus. Es gibt erstmal lecker. Ging das hier? Ja. Boah, 40 Stück. Viele braucht kein Mensch. Dann schmeißen weg. Wollen wir nicht so sein. Hier ist wieder was, ich glaube Metall. Jetzt muss ich mal langsam beachten. Was ist da unten schon da? Einfach erstmal ein Loch buddeln. Nein, nee, nicht hier. Scheiße, ist der Buch angeschlagen. Reinsetzen. Jetzt brauche ich Steine. Schnell. 2. Dann wollen wir uns ein bisschen tiefer. Also 3 Stück werden ja wohl lang. Die werden sie nicht über Nacht durchschlagen können. Ach, machen wir 4. Wollen wir nicht so faul sein. Dann ist die Fackel wieder weg. Machen wir erstmal ein Loch hier. Schlau. Zack, zack. Ach, jetzt sind wir beim. Jetzt haben wir so einen kleinen Atombunker gebaut hier. Können die machen, was die wollen, die Zombies da oben. So, weiter geht's in der nächsten Folge. Das dauert der Upload so lange, wenn ich weitermache. Und. Dann werden wir Stahlbeton herstellen und Spaß mit Stahlbeton haben. Bis zum nächsten Video.